Hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Minimetro. Heute spielen wir einfach mal die erste Karte, was natürlich London ist, muss ja so sein bei einem Metro-Spiel. Bau die weltweit erste Untergrundbahn, die Tube. Na dann, los geht's. London ist ja eine recht schöne Stadt, wie ich finde. Fangen wir mal erst ganz easy und einfach an. Dieser Tunnel wäre hier zwar eigentlich nicht wirklich nötig, aber irgendwie lässt mich das Spiel das nicht anders planen. Was mies ist. Ich würde sagen, wir versuchen irgendwie einen Kreis zu machen und andere Metrolinien quer durchzuverlegen, damit alles irgendwie etwas abgefrühstückt wird. Die können bisher nur hin und her, das ist gut. Können wir auch so lassen. Wenn da niemand was anderes möchte. Okay, jetzt kommt hier das Quadrat ins Spiel. No. Das heißt, wir können natürlich so weiterfahren. Warte, kann ich das irgendwie eigentlich rückgängig machen? Das geht nicht. Dann brauchen wir zwei Tunnel und wir haben bloß einen. Dann halt so. Ja. Diesen hier lassen wir kurz mal. Gleich ist die erste Woche vorbei. Dann kommt ein Upgrade. Und die Map zoomt langsam raus. Linie oder Waggon? Ein Waggon ist bisher nicht nötig. Ich nehme mal eine nächste Linie. Ja, das bringt jetzt auch nicht wirklich viel. No. Okay, manchmal komme ich hier mit der Steuerung noch nicht ganz klar. No. Fucking hell. Wir lassen das hier mal so halt. Dann können die zumindest hier mal zum Kreis hingehen. Der muss halt hier umsteigen, bis nach, um hier drüben zu kommen.
etwas umständlich, geht aber leider nicht anders. Einen weiteren Kreis. Wäre halt irgendwie gut, wenn wir hier quer durch eine Linie ziehen könnten. Ein Tunnel kommt mir gelegen. Ich lasse das erstmal so. Gelb ist schon etwas am Arsch. Da müssen wir früh intervenieren. Egal, keine Ahnung, wie das Wort heißt. So. Sternpassagiere sind... Okay, bei Geld müssen wir was machen. Da müssen wir handeln. Das ist gar nicht gut. Gelb könnten wir natürlich irgendwie so führen. Dann könnten wir Blau kurz löschen. Und nehmen von hier die Fahrgäste mit nach hier oben. Ne, nach hier unten. Irgendwie so quer rüber. Sind halt... Okay, nee, das geht gar nicht. Doch, das geht. Aber hier geht's vorerst nicht weiter. Zum Quadrat. Aber lassen wir erstmal so. Ne. No. Irgendwie so. Mal schauen, ob das besser klappt. Dann können die auch hier einsteigen, um hier hinzugehen und auch hier nach hier drüben. Jetzt kommen hier die Sterne. Errungenschaft freigeschaltet, Oyster. Die Sterne von hier oben wollen nach hier drüben. Die müssen also hier nach unten fahren, um hier umzusteigen. Was ein echt langer Weg ist. Das könnten wir natürlich sagen, dass die hier einen Bogen macht. Dann können die hier umsteigen, um nach hier drüben zu kommen. Dann staut sich das weniger. Ja. Lasse ich erstmal so. Jetzt könnten wir natürlich wieder mit Gelb nach drüben. Ne, mit Hellblau. Hellblau ist am schlauesten, denn hier kommt kein Dreieck. Gut. Steigen jetzt hier rein, um hier umzusteigen. Wieso soll das jetzt hier nicht gehen? What the hell? Ist das so kompliziert? Du kannst doch hier einfach einen Bogen machen. No. Okay, Hellblau ist am Arsch, wie auch Dunkelblau. Zwei weitere Tunnel oder eine Linie. Tunnel sind halt hier wichtig wegen dem Fluss.
Ich würde jetzt einfach mal bei Hellblau den Zug hinsetzen, da wir hier ein bisschen Problem haben. Irgendwie so. Jetzt kommt Hellblau wieder ins Spiel, um hier nach drüben zu kommen. Dunkelblau könnten wir noch hier anschließen. Spielt aber nicht so eine große Rolle. Hier haben wir ein Problem. Hellblau. Obwohl wir schon zwei Züge darauf haben, sind die irgendwie zu langsam. Da wollte gerade schon der Timer starten, was echt nicht gut ist. Da haben wir einen Knotenpunkt. Ich sehe das Problem. Hier geht es weder zu einem Dreieck noch zu einem Quadrat. Das heißt, wir schließen die Station hier mit an, dann kann der Zug immer die Quadrate hier mitnehmen. Von hier können die Kreise nach hier oben. Ja. Oder auch noch so. Nee, warte, nee. Kann ich die bitte hier wieder abreißen? No! Wie kann ich das Ding hier abreißen? Blau hat halt so kein Quadrat in der Linie. Was doof ist. Den Kreis könnten wir eigentlich hier auslassen. Und so fahren. Dann wäre noch ein Quadrat mit drin. Hier unten. Da könnt ihr nach oben und unten fahren. Rot könnten wir auch irgendwie neu strukturieren. Oder auch nicht. Die könnten natürlich noch Gelb hier mit einbeziehen. Hier unten. Dann haben wir noch eine rote Station weiter. Hellblau geht von hier aus über viele runde Punkte nach hier unten bis nach hier drüben. Irgendwie ist das alles nicht wirklich gut. Auch nicht gut gelöst. Wait a second. Bringt natürlich auch nicht ganz so viel. Müssten wir fast so machen, weil dann sind die hiermit angebunden, um die Fahrgäste von der blauen Linie und Gelb mitzunehmen.
Dunkelblau könnten wir noch hier bei diesem Punkt mit anschließen. Ich lasse das erstmal so und schaue mir das Ganze mal an, wie das so läuft. Ich check das irgendwie nicht, wie man die Linien hier wieder wegnehmen kann. Ach so, okay. No, und das schließe ich auch immer. Eieiei. Und hier müssten wir fast so machen. Geht nicht anders. Blau könnten wir fast einen Kreis machen, also eine Linie, die einmal rundherum geht. Eine weitere Linie wäre nice. Aber ob das was bringt, ist eine andere Frage. Und einen weiteren Zug könnten wir bei hellblau brauchen, obwohl hier schon zwei Züge da sind. Orange hat auch langsam ein Problem, dann nehmen wir den Zug bei Orange. Orange. Ja, doch. Können wir jetzt irgendwie was machen? Damit wir irgendwie alle... haben. Da haben wir zum Beispiel ein Problem. Würde ich die jetzt einfach hier nach drüben mitnehmen. Hier hin. Und nach oben zum... Nee, nicht zu diesem Kreis. Haben wir aber kein... Ich check das nicht. Hm.
so. Orange ist halt echt scheiße. Könnt natürlich gelb irgendwie nach hier drüben nehmen und orange hier entlang. Und dann einfach so machen. Ich glaube, das ist schlauer. Wenn ich das so sehe. Was haben wir hier für ein Problem? 532 Punkte. Eine Lokomotive. Und ein Waggon. Gut, mal kurz analysieren. Grün. Gelb. Wo sind jetzt die Grünzüge? Ach so. Grün hat noch gar keine Bahn. Ja, das ist jetzt doof. Dafür gleich zwei Waggons, also zwei, genau, doch zwei Waggons. Das sollte etwas bringen. Wieso jetzt hier nichts mitgenommen wurde, keine Ahnung. Bringt halt nichts bei so vielen Kreisen. Bringt nichts, wenn man hier weiterfährt. Überall sind bloß Kreise mit angeschlossen. Und das ist echt doof. Man könnte es natürlich so machen, aber was bringt mir das? Nicht wirklich viel. Ich schau mal, wie das läuft. Gelb hat noch ein großes Problem, da staut es sich manchmal echt. Hier bei dieser Station, bei dieser, wie auch hier. Das ist allerdings gut. Okay, hier ist ein Stern. Und der Stern ist hier oben. Das ist halt echt shit. Wie will der von hier unten nach dort oben kommen? Gar nicht. Das ist die Antwort. Wir brauchen eine neue Strecke, aber wir brauchen noch Tunnel. Das ist jetzt schon unser Ruin. Ich sehe uns schon sterben. Wir bräuchten nicht von hier eine Schnellstrecke irgendwie hier entlang. Das wird nichts. Oder von gelb hier umsteigen halt auf diese Züge und dann nach hier oben. Gelb muss ich, glaube ich, kurz mal abreißen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht alles zerstöre. Wir müssen halt die Linien mitnehmen, die Station mitnehmen, die rar sind. Das ist der Stern und dieses Ding hier. Und das ist ein Problem. Ich glaube, das war jetzt schon zu spät, diese Änderung zu machen. Aber werden wir gleich sehen. Gelb fährt jetzt hier alles ab. Fällt jetzt irgendeine Form?
nicht wirklich. Naja, gleich ist wieder eine Woche vorbei. Umsteigbahnhof Kapazität. Ich glaube, das hier wäre ein guter Knotenpunkt. Allerdings bringt mir das jetzt nicht allzu viel. Grün. Ja, Grün ist jetzt lange unterwegs. Und das ist doof. Hellblau hat eine Bahn. Orange hat zwei. Dunkelblau hat ein. Haben halt echt lange Strecken vor sich. Das ist doof. Notfalls mache ich halt die Station hier kurz irgendwo hin. Falls der Time zu knapp werden sollte. Irgendwo. Hier könnte es sich gleich vielleicht legen oder auch nicht. Könnten wir kurz denn hier einsetzen? Wir brauchen dich. Shit. Ich muss da, glaube ich, kurz Nimmt ihr jetzt Fahrgäste mit? Nee. Puh, wir sind am Arsch. Wir sind sowas von fucked. Ja, das bringt nichts mehr, aber gut. Weil diese Bahn wird es nicht schaffen nach hier oben. Das ist zu wenig schnell. Und wir haben auch irgendwo nirgends irgendwie ein Dreieck, das wir ansteuern könnten. Ja. Das war's dann wohl. Irgendwie ist, glaube ich, dieses Spiel schwieriger als Mini Motorways. Oder es kommt mir zumindest irgendwie so vor. Aber das war's. Ja, das war's. Doof. Dabei wäre gleich die Metro hier angekommen. Schade, schade, Schokolade. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 854 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 44 Tagen. Gut, das war dann wohl London, wie es im Metro-Chaos versinkt. Kurz mal die Statistiken anschauen. Tägliche Fahrten. 39, 43. Okay, dann ging es wieder runter. Die Fahrgäste wurden immer mehr. Verärgerte Fahrgäste. Ja, geht noch. Bevölkerung stieg auch an. Das meiste eigentlich bloß... Okay, Fahrtenlänge. Fast 100 Kilometer. Okay, interessant. Kurz ein Bild davon machen, wie London aussieht. Und somit würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Noch kurz schauen, wie hier die Rangliste aussieht. Als ob. 945 Millionen Punkte. Ich glaube irgendwie, da ist da was faul.
Naja, gut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Minimetro. Tschüss!